Hallo und herzlich willkommen zurück zu Plants vs. Zombies 2 It's About Time. So, wir werden jetzt die Unendnuss freischalten hier in der fernen Zukunft. Oha, hier kommt dieser Football-Mech-Mecha-Football-Zombie. Wie auch immer. Naja, auf jeden Fall schiebt der meine Pflanzen weg. Deswegen sollten wir den frühzeitig besiegen. Ist ja klar. So, ich nehme hier wieder das ganze Gedöns mit. Wir könnten ja mal vielleicht... Achso, diesmal nehme ich vielleicht was für den ersten Zombie mit, so. Das wäre eine Idee, nicht wahr? Damit ich nicht wieder so wie beim letzten Mal ein bisschen hier am Straucheln bin und nur zwei Sonnenblumen aufstelle. Wobei, es hat ja eigentlich noch ganz gut geklappt, das Ganze. Und wir spulen mal wieder ein bisschen vor, damit der Anfang hier schneller von der Bühne läuft. Du kannst auch nochmal in die Mine laufen. Es ist schön, dass wieder jetzt nur ein Zombie am Start kommt. Nicht so wie in manchen Level, wo dann zwei direkt da sind und man denkt sich so, ich habe doch noch gar nichts gepflanzt. So, da, aha, guck mal, als hätte ich das geahnt, dass da jetzt einer kommt. Ja, du kriegst die Zedrate. Achso, da unten ist noch nichts. Na gut, dann muss da doch nochmal eine Kartoffelmine hin. Hätte natürlich jetzt auch schon Blumenrang hinstellen können. Aber later, jetzt wo wir die aufgelevelt haben. Macht sich das schon bemerkbar? Ich weiß es nicht. Oh, da kommt der erste. Oh, oh, oh. Schnell, schnell alles kaputt machen. So, und ich mache hier vorne einfach... Oh, vielleicht mache ich die da hin. Ich weiß nicht, wie schnell der das auflädt. Quatsch. Okay. Ja, dann machen wir hier vorne einfach mal so einen Blumenrang hin. Warum nicht? Da ist aber jetzt viel los. Vor allem so viele Eimer-Zombies. Oh, der wird wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob der noch rechtzeitig sich auflädt. Uah, ja, gerade so. Nicht meinen Blumenrang fressen. Nein! Den möchte ich gerne mal wieder ausschalten. Jetpacks können gerne verschwinden. Dankeschön. So. Jetzt habe ich doch mal eine schöne... Oh, ich habe keinen Platz mehr. Dann... Das so. Warum kommen denn jetzt hier so viele... Wahnsinn. Kommt so viel Spezialdünger, den kann ich gar nicht verbraten. Dann ist das schon vorbei. Eieiei. Gut, da haben wir die Unendnuss. Eine schwächere Walnuss, die mit der Zeit Gesundheit zurückgewinnt. Ja... Ja, das ist ja... Also sie hält nicht so viel aus, das ist ja nur so eine Holo-Nuss. Wie eine normale Nuss. Aber mit der Zeit regeneriert sie sich wieder. Das heißt, wenn nicht daran geknabbert wird, dann ist sie wieder so gut wie neu. Und wenn man den Spezialdünger benutzt, dann gibt es eine ganze Reihe aus Holo-Nüssen. Also das ist eigentlich das einzige Coole daran. Gibt 1500 Sonnen oder weniger aus, na super. Soll ich dann... Nee, ich nehme trotzdem die doppelte Sonnenblume, oder? Ich nehme mal die normale Sonnenblume. Ach, die ist auch nur Level 1. Okay, du bist immer gut. Es ist jetzt nicht so was Außergewöhnliches hier. Laserbohne brauchen wir aber trotzdem. Die beiden... Also ich lasse mal die Zedrate weg, denn die ist... Zwar jetzt nur noch, kostet nur noch so viel wie die Melone, aber... Ich möchte ja günstig davonkommen. So. Also zumindest so günstig, wie es geht. Was nehmen wir jetzt noch mit? Vielleicht mal so den Oldschool-Klassiker, die Erbskanone. Yeah! Wollen wir mal. Ah ja, ich vergaß, dass man die ja sofort pflanzen kann.
kostet ja nicht so viel. Plopp. Es gibt 3 Powerfelder. Ach, jetzt habe ich die Unendlos vergessen. So, erster Zombie kann trotzdem in eine Kartoffelmine laufen, wie gehabt. Das muss jetzt an Sonnenlicht reichen. Hier setzen wir schon mal so eine Laserbohne hin. Laser. Ha! Und genau da kommt auch der erste Zombie. Das ist sehr schön. Du musst nochmal in eine Mine laufen. Damit hätte ich vielleicht noch was warten sollen. Naja, was soll's. Skadoosh. So, da haben wir jetzt nichts. Da. Jetzt haben wir fast keinen. Eieiei. Okay. Es ist Zeit. Spezialdünger einzusetzen. So, eine Laserbohne kann ich aber ja noch pflanzen. Die ist auch notwendig. Ey. 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 Boah, nee, ne? Nicht dein Ernst, oder? So war das nicht geplant. Okay. Das waren mir jetzt einfach ein bisschen zu viele Jetpacks. Nein, was? Na gut, Rasenmäher musste ich opfern. Also das hätte auch anders laufen können. Na gut. War nicht die beste Strategie. Vergrößerungsgras gibt es als nächstes. Das kennen wir auch schon. Aus diversen anderen Leveln. Ich glaube, vor allem im, wie heißt es, in der verlorenen Stadt? Oder ich glaube auch in der Frostballenhöhle gab es das. Schütze diese Zitraten. Es gehören schon eine Menge Kerne dazu, sich so zu behaupten wie du. Achso, jetzt habe ich den gar nicht so doof gesprochen. Ach, egal. Überlebe und schütze die bedrohten Pflanzen. Na super. Okay, wir nehmen jetzt mal die Holo. Die Unendnuss. Mit. Die kostet auch noch mehr als die normale. Laserbohne dürfen nicht vergessen. Die auch nicht. Ich lasse die Zitrate aber mal wieder weg. Und dann machen wir das so. Ah, wenn die ersten da kommen, dann. Dann nützt mir auch meine Kartoffelmine nichts. Naja, gut, die ersten werden hier weggeballert. Von der Zitrate so. Boom! Chakalaka. Auch wenn es 3 Pylonen-Zombies sind. Oh oh. So, ich kann hier schon mal die erste. Ich mach das doch wieder langsamer. Achso, der könnte ja mal in so eine Mine laufen. Wie wäre das? Und der da unten, der muss sich etwas gedulden. Bis ich da was für den habe. Oh, da kommt schon der nächste. Laserbohne! Okay, wir gucken mal. Dann muss der halt auch noch in so ein Ding laufen. Einmal Zombies, die brauchen das zweimal. Eigentlich sollte ich ja mal Sonnenblumen pflanzen. Na, die überleben das auch nicht. Okay, okay, okay. So, jetzt wird es schon etwas kritischer. Besonders da ich keine. Was ist, wenn ich das jetzt so mache? Ah, okay, dann ist hier so eine ganze Schutzwall. Oh oh. In der Zeit können die sich dann gut aufladen und. Das heißt, ich kann hier trotzdem noch so eine Reihe von denen hinsetzen. Für den Fall, dass das aufhört. Und so wie es aussieht, komme ich schon wieder mit nur 2 Sonnenblumen aus bisher. Oh oh. Mehr von den Teilen. Nee, 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 nee.
dann kommt hier auch noch eine Laserbohne hin und dann machen wir jetzt hier nochmal... Ah, wir machen trotzdem nochmal den hier. Dann können nämlich gleich die alle hier... Bams. So, und jetzt gibt es mal wieder ein paar... Sonnenblumchen. Also hier in der Mitte ist schon echt am extremsten. Ach, da ist gar kein Laser. Also was? Dann kann das ja gar nicht gut gehen. Na, dann machen wir das mal so. Der bringt jetzt zwar nichts. Du kannst mal ausgeschaltet werden. Ah, das war doch ganz gut. Und da haben wir die Unendnuss auch mal in Action gesehen. So, wieder gibt's eine Piñata. Ich finde die ziemlich hässlich. ja, halt so ein bisschen so Cyborg-Zombie-mäßig. Wir können den Pfirsich aufleveln. Das ist schön. Obwohl, ich weiß gar nicht, was das jetzt so genau bringt, den aufzuleveln. Aber wir machen es trotzdem natürlich. Wir haben ja das Geld. Wir sind der Held. Yeah. Hier sehen wir schon das Vergrößerungsgras. Ich mag diese Wortspiele immer. So, was passiert hier? Sie lädt schneller auf. Ja, also was heißt die? Der Pfirsich lädt schneller auf. Die Pflanze lädt schneller auf. Das ist gut. Schneller aufladen ist immer gut. Günstiger ist auch immer gut. Und mehr Angriff ist auch immer gut. Also, ja. Eigentlich kann man da nicht meckern. Gut, was kommt jetzt? Wieder irgend so ein Special-Level. Wieder viele Maschinen und wir kriegen Pflanzen vom Laufband. Okay. Bin ich mit einverstanden? Pak Choi. So, hier kann schon mal die Zitrate fröhlich... Tot. Ach, das ist herrlich. So, und dann machen wir hier so eine Kartoffel hin und ich meine eine Nuss. Und der kann hier mal seinen Kopf verlieren. Oh, oh, oh. Ja. Gut. Falls ich irgendwann mal hier auch was hinpflanze. Und zwar genau jetzt. Ah, gut. In der Mitte fehlt noch was. Also außer Stachelkraut. Das hilft mir hier nicht. Das hilft mir sehr. Die immer so am Zittern sind. Kann es gar nicht mehr erwarten, endlich abzufeuern. Ihre Plasmakugel oder was auch immer das ist. Ich könnte natürlich jetzt, komm hier nur X'e, einfach mal aus Jux und Dollerei so ein... Ja. Und Pak Choi dann mal. Voll krass, konkret. Die fliegen jetzt da drüber, das ist natürlich ungünstig. Die müssen dann auch von der Zitrate abgeschlossen werden. Du machst den aber noch kaputt, oder? Gut, danke schön. Wer ist denn das da vorne? Ach so. Ah, die Holonuss ist, ich verstehe. Da ist sie wieder. Jetzt kommen aber viele von denen. Wir schalten den nochmal aus. Und jetzt gibt's voll die Attacke. Bada bang, bada boom, bada bang. So, ja, der. Ich habe vergessen, was ich da auch als Ding gemacht habe. Der flippt jetzt total aus. Ja, Maschinen mögen auch kein Stachelkraut. Leider nicht so wie Klaviere. Okay, wir machen das nochmal. Yeah! Bang, 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 boom, bang.
könnt mal alle wegfliegen. So, jetzt hat er es schon weggeschoben. Wollte ich eigentlich zu verhindern versuchen. Boom, boom, boom. Achso, jetzt ist die... Ah. Natürlich, das Feld ist nicht mitgerutscht. Okay, das ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Hau das Ding kaputt! Badabung, badabung. Ja gut. Dadurch hatte ich jetzt, ja. Ne? Ist hierdurch mal was anderes passiert. Auch nicht schlecht. Gut. Dann hätten wir auch dieses Level geschafft. Und diese Folge. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.